Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir. Wir sind mal wieder hier bei Ich bewerte euer Team und ja, bevor es dann gleich losgeht, noch einmal, wie könnt ihr euch anmelden? Ganz einfach, ihr schreibt einfach unter diesem Video euren PSN-Namen plus euren Teamnamen und ja, dann suche ich mir ein paar aus, die ich dann, den ich dann eine Freundschaftsanfrage schicke. Und dann müsst ihr natürlich auch in den nächsten ein, zwei Tagen dann mal an der PlayStation sein, um mich annehmen zu können. Und ja, das sind dann eigentlich die einzigen zwei Schritte, die ihr zu erfüllen habt. Und dann seid ihr auch irgendwann mal dabei, vielleicht auch nächstes Mal. Aber nun gut, wir wollen hier nicht lang schnacken. Unser erster Spieler oder unser erster Kandidat ist der Niki1307. Und mal gucken, was er für ein Team hat. Ich glaube, er war schon mal dabei. Kann mich jetzt irren, aber wir sehen hier ein nettes Hybrid, ein 4-3-3. Das vierte, wir sehen hier schottische Liga, österreichische Liga, brasilianische Liga und die Bundesliga. Fangen wir mal mit der Bundesliga an. Ganz, ja, Nairo, Benayo und San hier, die Dante, so. Man kann aber noch den Santana natürlich hinballern, wenn man das ein bisschen schneller haben will. Aber ich meine, Dante ist diese Saison auch relativ sehr, sehr gut. Warum? Weil er nicht mehr High nach vorne hat. Das sieht bei den Naldo anders aus. Ich hatte den Naldo auch mal gespielt, aber da hat er mich positiv überrascht. Also wenn du es ein bisschen defensiver haben willst, dann einfach Santana hinballern. Links Ramon, Wellington und Judson. Ja, Ramon. Ich weiß nicht, ob das der beste Linksverteidiger ist von Brasilien. Also der beste linke Verteidiger da aus der brasilianischen Liga. Kann ich dir gerade im Moment nicht sagen. Aber mit 4 Sterne Skill sieht der natürlich sehr nice aus. Kommt drauf an, ob du ein Skiller bist oder nicht, aber auch so sieht er gut aus. Wellington ist ein sehr krasser Zentralmittelfeldspieler, Silber ZDM. Guckt euch mal die Werder, 83 Tempo, 64 Schuss und. Also der Junge hat es auf jeden Fall drauf. Judson, 5-Star Skiller, der McCain, Steven ist ja 5-Sterne Skill, muss man eigentlich nichts weiter zu sagen. Letzte Saison konnte man ja schon den McCain mit den Russell machen. Jetzt muss man den David Godwill hinballern. Aber der hat auch gar nicht mal so schlechte Werte, würde ich mal sagen. Also auch eine krasse Alternative. Campbell gibt es ja natürlich auch als Inform. Lazzora oder Lazzaro, 4-Sterne Skill. Also Trimmel auf 4-Sterne Skill. Also das Team ist auf jeden Fall sehr krass, was die Sterneanzahl angeht. Und dann noch 1,89 groß. Ja. Also, viel verbessern kannst du da vielleicht nicht so. Das, was ich dir so gesagt habe, das vielleicht. Aber auf jeden Fall ein sehr gutes Team. FIFA Skiller ist dann der nächste, wenn ich ihn mal finde, wenn das sich hier nicht aufhängt. Da war er doch gerade zu sehen mit nur der HSV. Hat er gerade hier irgendwie nicht. Gut, dann, ja, dann nehmen wir mal... Ja, dann nehmen wir mal das Hybrid hier. Hoffe ich mal, dass ein Hybrid ist. Ja, ist es wieder ein 4-3-3, das vierte. Bundesliga, MLS. Ja, das war's. Ja, und hier Premier League nochmal reingeballert. MLS, dem Brooks natürlich sehr gut kombiniert. Genauso wie der Howard, da sie Amerikaner sind. Sonst hier den Robbie Cruz kombiniert mit den Cahill und Son. Also es ist ein sehr nettes Hybrid. Son leider, muss man ja sagen, als linker Flügel herausgekommen als Inform. Sonst könntest du ihn da auch nochmal kombinieren. Wenn du es vielleicht besser haben willst und hier rechts einen besseren, ja... Wenn es hier rechts auch einen guten aus der MLS gibt, dann könntest du dir vielleicht den Robbie Cruz sogar als Inform holen. Aber das ist ja alles nur so dahergesagt, falls du so viel Coins hast und so. Ja, sonst gibt es noch so welche wie... Hier gibt es ja den Winnie, dann Opare und. Also MLS, da gibt es einige...
schnelle Pacer, sag ich mal, mit denen du das Team hier aufwerten könntest. Aber nichtsdestotrotz könnte man sonst noch einen Juninho und so weiter hier einbauen. Gut, Chris 19. Gucken wir mal, wo du bist. Nicht, dass es wie letztes Mal so ein Bug gibt, dass ich hier das ein oder andere Team nicht sehe. Ja, hast eigentlich ein anderes Team hier angegeben, aber ja, hast nur leider das 4-2-3-1 Bundesliga-Team. Da kann ich jetzt auch, ja, Ja, Lewandowski ist eigentlich das Beste, sonst Robin, Ribéry werde ich mal gar nicht so sagen, weil ich Reus besser finde. Hier in FIFA auf jeden Fall. ZOM, Gündogan, komme ich besser mit klar. ZDM, ja, Martinez, Bender ist eigentlich soweit gut. Sonst nur den Gustavo für Bender. Und hier Verteidigung ist eigentlich auch schon das Beste, was es gibt. Ich finde Piszczek besser und ja, sonst kann man das so definitiv lassen. Ich habe, oder es haben ja einige schon in die Kommentare geschrieben, nimm bitte nur noch Hybrids an. Daraufhin habe ich dann geschrieben, ja, je nachdem, wie ihr euch dazu entscheidet. Also ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Soll ich nur noch Hybrids annehmen? Und so weiter. Ich hatte schon mal das Problem gehabt, dass ich nur noch Hybrids angenommen habe. Und da kam es mal vor, dass ich nur 5 Teams pro Folge bewertet habe. Und das ist ja auch ein bisschen blöde. Hier sehen wir ein Hybrid Bundesliga, BBVA und BPL. Hier die rechte Seite ist BPL. Torres ist hier die Verbindung mit der BBVA, Miranda die Verbindung mit der Bundesliga, Naido und Gustavo die Verbindung mit der BPL. Hier würde ich ganz klar noch den Luis Gustavo hin tun. Der hätte dann nochmal die Verbindung hierhin. Gut, dann wäre die Verbindung mit dem Courtois hier weg. Dann würde der Courtois nicht auf 9 Chemie kommen. Nee, lass das mal dann so. Es geht dann leider nicht anders. Ne, das geht leider nicht anders. Ne, musst du leider schon so lassen. David Villa als linker Mittelfeldspieler ist gut. Kann man die auf jeden Fall so lassen. Ja, Soldado und Fernando Torres, zwei gute Stürmer. Aber können es hier anstatt den Soldado auch jeden x-beliebigen Stürmer aus der BPL her hintun, da ist ja alle Möglichkeiten offen gelassen. Aber im ja, allgemein ein gutes 3-Ligen-Hybrid. So, dann wollen wir mal den nächsten hier suchen. Da ist er. Ist das aus dem Team? Ja, ist das ein Senegal-Team? Wäre natürlich sehr geil. Ja, ein Senegal-Team, ey. Das ist ja fast so ein Team, wie ich habe. Kann das sein, dass du das irgendwie mal von mir gesehen haben solltest oder so? Nur, dass ich mein Mané, also dir empfehle ich definitiv dein Mané zu verkaufen. Ich habe meinen auch heute verkauft, muss man sagen, aber für 230.000 Münzen. Du würdest dir dein Mané wohl auch für, ich habe meinen Mané zum Beispiel für an die 60.000 gekauft und auch wie gern ich ihn in mein Senegal-Team habe. Für 230.000 Münzen muss man den einfach verkaufen, sonst hat man einfach zu viele Münzen. Suare, ja, da habe ich den Cis stehen, weil Cis finde ich besser, einen besseren Linksverteidiger. Sonst den Rest habe ich auch. Nur hier habe ich den Diame von West Ham United stehen. Finde ich definitiv besser, was die Passwerte und so weiter angehen. Den Rest habe ich da auch. Also Senegal kann ich euch empfehlen. Meine Lieblingsnation hier in FIFA 14. So, wollen wir den nächsten? Da ist er, der nächste mit Bümmel. Und er hat ein 4-3-3 Portugal oder portugiesische Liga-Team. Da kann ich nur sagen, ja, Varela ist gut. Gaetan kann ich aber auch nur empfehlen. Salvio Mittelfeld würde ich Quintero nicht hintun. Da würde ich Gonzales hier den Matic hintun. Matic. Und sonst gibt es Dufour in Form auch noch.
Verteidigung Mangala, Rojo, Danilo, Sandro, ja, das ist ja sonst die Standardverteidigung. Heyton, ja, da kann man drüber streiten, ob Heyton.